Also die allererste Folge wird wahrscheinlich eine ganz normale Survival Games Runde sein auf dem Server. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my Willkommen Leute zu einem neuen Video. Wir spielen heute wieder QSG und ich möchte darüber oder dazu so über ein paar Themen reden. Unter anderem um dieses angekündigte Varo-Projekt, was es demnächst geben wird auf meinem Kanal. Der Start von diesem Projekt ist, soviel ich weiß, noch diese Woche. Also diese Woche wird noch die erste Aufnahme davon sein. Ich möchte noch nicht allzu viel verraten darüber. Auf jeden Fall, das Projekt heißt oder nennt sich Serven und ja, was der Name davon bedeutet oder was das genau bedeutet oder wofür der halt steht, werdet ihr erst noch erfahren dann in der ersten Folge, denke ich mal, mal sehen. Auf jeden Fall, mein Teampartner, der hat auch schon auf seinem Kanal ein Video dazu gemacht, ja, wer denn sein Teampartner ist, ja, und ich glaube, ich habe es ja auch schon gesagt. Ja, und zwar ist das Luki. Ich glaube, ich habe auch den Namen richtig ausgesprochen, ja. Ich habe extra ein Video von ihm angeschaut vorhin, nur damit ich sicher weiß, wie man seinen Namen ausspricht, weil ich habe das immer falsch gemacht in der Vergangenheit. Ja, auf jeden Fall, ich kenne ihn schon relativ lange, oder er mich auch, keine Ahnung mehr, wie wir uns kennengelernt haben, auf jeden Fall, die über YouTube, auf jeden Fall. Und ich bin richtig, oder es freut mich auch richtig, ich habe richtig Bock auf das Projekt. So, ihr sollt nicht nuschen oder sowas, ich weiß, hat mir auch jemand in die Kommentare geschrieben unter dem letzten Video. Auf jeden Fall, ja, wir werden das Team sein. Ihr könnt auch mal bei ihm vorbeischauen, hat einen ähnlich großen Kanal, ähnlich Community auch mal behaupten. Ja, Link zu ihm ist in der Beschreibung, falls ich es nicht vergesse, ihn reinzupacken. Also schaut auf jeden Fall vorbei und ja, der Start vom Projekt ist wie gesagt diese Woche noch, also die erste Aufnahme, und wann es genau hochgeladen wird, wird dann noch besprochen, aber da werde ich auf jeden Fall ankündigen, wann die erste Folge kommen wird. Also werde ich im Vorhinein auch noch sagen, auf Twitter posten, etc. Auf jeden Fall wird das Projekt so ablaufen, also die allererste Folge wird wahrscheinlich eine ganz normale Survival Games Runde sein auf dem Server. Und also auf dem Server, wo das Projekt stattfindet. Und in dieser Survival Games Runde, das ist eigentlich die ganz normale Map dann, auf der wir auch später spielen werden. Und ich weiß nicht, ob man ein paar Autos hört im Hintergrund, weil ich habe gerade das Fenster offen. So Leute! Auf jeden Fall spielen wir auf der normalen Map dann zuerst und da gibt es halt einfach Kisten verteilt auf dieser Map, die halt ja Ausrüstung enthalten. Und ich weiß nicht, ob in dieser Zeit eine Schutzphase herrscht, aber ich denke mal schon. Auf jeden Fall hat man wirklich dann eine begrenzte Zeit, um Stuff zu sammeln aus den Kisten. Und mit diesem Stuff wird man dann eben nach einer gewissen Zeit zurück TP zum Spawn und dann geht das richtige Projekt los. Und ich denke mal, die Kisten, wo Stuff drin ist oder Kisten, die noch halt noch voll sind in dem Sinn, werden wahrscheinlich entfernt werden dann. Und ja, also so funktioniert das, so viel ich das mitgekriegt habe. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich, dass es mal wieder so ein Projekt gibt auf meinem Kanal bald. Ihr könnt auch bei Luki schon mal vorbeischauen, wenn ihr wollt, denn er war bei der Staffel 1 von dem Projekt Serven auch schon dabei. Das heißt, er weiß auf jeden Fall, wie es geht. Und ja, wenn ihr wissen wollt, wie das dann damals funktioniert hat, dann könnt ihr das auch gerne anschauen, weil Serven 1, soviel ich weiß, war einfach, fand sogar auch in Zeit statt wie Varo 2 und jetzt, wo dann bald Varo 3 startet. Statt halt Serven 2 in dem Sinn. Für das Projekt anmelden oder bewerben kann man sich, soviel ich weiß, nicht mehr. Ja, einfach zur Info. Aber ja, vielleicht seid ihr in Staffel 3 dann dabei, wenn Varo 4 hier dann mal startet. Und ja, auf jeden Fall, ihr seht ja ein paar QSG-Gameplays, sonst nicht sehr viele, ich glaube 2 oder so müssten es sein. Keine Ahnung. Ich habe die gerade vorhin einfach so gespielt und dazu ein bisschen Streams geschaut, war ganz chillig. Mein Ping war nicht so gut, man hat es gerade auch einmal gesehen, da war einfach mal so 180 oder so. Aber ist dann, wenn ich Streams nebenbei schaue. Und auf jeden Fall habe ich mich auch so ein bisschen entschieden, weil das letzte QSG-Video kam ja nicht so gut an, weil die Runden einfach nur scheiße waren, wirklich, kann man so sagen. Aber ich muss schon auch sagen, oder man merkt es vielleicht an den Gameplays, ich habe mich verbessert im PvP ein wenig, aber ja Leute, wenn ihr irgendwelche PvP-Tipps habt für mich oder wenn ihr einfach mir Tipps geben könnt, wie ich besser werden kann, einfach in die Kommentare schreiben. Fühlt euch frei, ich bin auch überhaupt nicht böse, aber ich finde es dann einfach nur scheiße oder schlecht oder respektlos vor allem auch, wenn man einfach so in die Kommentare schreibt, du bist schlecht. Ja gut, und jetzt weiß ich, dass ich schlecht bin. Ja gut, jetzt kriegst du einen Nobelpreis und Keks dafür, okay, und einen Tipp, wie ich besser werde, gibt es mir dann nicht. Das finde ich dann schon ein bisschen respektlos, aber wie gesagt, ihr seht die Gameplays und ich finde eigentlich die Runden, also ich persönlich spiele QSG echt gerne in letzter Zeit und deshalb habe ich auch QSG wieder genommen ans Hintergrund und ja, auf jeden Fall, wer es auch wirklich gesehen hat gestern Abend,
Wenn ich das jetzt richtig vorab dann, weil ich nehme ja am Montag bereits auf. Gestern Abend müsste eine Folge Clicker rausgekommen sein. Vielleicht vergesse ich es auch aufzunehmen, ich weiß nicht. Aber ich sonst doch hochladen rechtzeitig und ja. Auf jeden Fall Leute, ich würde sagen, lasst eine positive Wertung da, würde mich sehr freuen. Wenn ihr euch auf das Projekt freut, dann dürft ihr das gerne mal bestätigen, auch mit einer positiven Wertung. Und vielleicht wird auch demnächst mal so ein oder anderen Stream kommen mit Luki. Einfach damit ihr gemeinsam mit dem PvP und so weiter üben. Wenn es für dich weiß, ist Luki nicht gerade schlecht darin. Ja, und ich halt schon. Egal. Ist auch Wayne. Auf jeden Fall Leute, mach's gut. Peace out.